Und in diesem Moment kommen Berichte über massiven Beschuss und massive Kämpfe in Kiew herein. Wir schalten direkt zu unseren beiden Reportern, die dort in der ukrainischen Hauptstadt sind. Das ist Paul Ronsheimer und Peter Hell. Könnt ihr uns hören? Ja. Ja, wir können euch gut hören. Ich kann euch gut hören. Paul, fang du bitte an, Berichte. Thomas, wir sind hier auf der Straße Richtung Kiew-Zentrum, ungefähr 10 Kilometer vom Zentrum hier entfernt. Gerade haben wir einen Fighter-Jet, ein Kampfflugzeug hier am Himmel gesehen, was sehr, sehr tief geflogen ist in Richtung auch des Zentrums der ukrainischen Hauptstadt. Und es sieht tatsächlich danach aus, dass hier jetzt die große Offensive gestartet ist. Das sieht man auch daran, an den Fluchtbewegungen, die nochmal massiv zugenommen haben, also auf der Straße raus aus Kiew. Kilometer weit, hunderte Kilometer kann man fast sagen. Also wir haben fast 80 Kilometer dort gesehen. Ein Stau raus aus der Hauptstadt, aus Angst, aus Panik, dass jetzt die russischen Truppen wirklich komplett die Stadt einnehmen könnten. Peter Hell ist für uns etwas zentraler in Kiew-Mitte. Wie ist die Situation bei dir, Peter? Was kannst du berichten? Naja, wir haben den Jet, den Kampfbomber, den Paul gerade beschrieben hat, den hatten wir hier bei uns überall. Es ist sofort Luftalarm ausgelöst worden. Natürlich zu Recht, weil ich da denke, es wird ja angegriffen, jetzt wird geschossen, wir sind direkt reingegangen. Dann soll es ungefähr 5 bis 6 Kilometer nur noch von hier entfernt im Osten schon zu schweren Kämpfen gekommen sein. Es gibt Maschinengewehrfeuer, ist zu hören gewesen, wie wir von Zeugen berichtet haben. Wir sehen diesen Jet jetzt auch, Peter, wir sehen diesen Jet jetzt auch am Himmel. Das sind Bilder, die wir gerade sehen, während du sprichst. Wir hören ihn jetzt nicht, sind wahrscheinlich sehr hoch, zu Recht auch wahrscheinlich, denn wenn das eingetroffen ist, dass ein russischer Jet heute von der ukrainischen Luftwaffe vom Himmel runtergeholt worden ist, 24, werden die Russen sehr vorsichtig sein jetzt, wie tief sie hier überhaupt über die Hauptstadt fliegen wollen. Ich möchte nochmal sagen, wir haben keine 6 Kilometer von hier. Schwere Kämpfe mit Schusswaffen, mit Maschinengewehren etc. Das heißt, ich muss mich korrigieren, nicht im Westen, im Osten. Das heißt, die Stadt wird immer enger eingekreist und wir können das hinter uns sehen. Die Stadt ist komplett ausgestorben hier. Es sind kaum noch Menschen. Dann haben wir von einem Kollegen gehört, dass einige Bewohner sogar weiße Flaggen auf den Balkon gehisst haben. Also sie wollen sich ergeben. Das heißt, dass im Prinzip ja schon Truppen durchgezogen sind, vereinzelt Panzer wahrscheinlich. Also die russische Armee, Teile der Einheit haben. Peter, wir verstehen dich sehr schlecht. Denk dran, dass du das Mikro so nah wie möglich zum Mund führst. Es ist auch sehr windig bei euch, wie wir sehen. Du bist jetzt raus aus dem Luftschutzbunker. Kannst du uns berichten, wo die Menschen gerade in Kiew sich aufhalten? Gibt es noch Menschen, die in ihren Wohnungen sind? Und die Zivilisten, die wir auch eben bei dir im Luftschutzbunker gesehen haben, die sind ja nach wie vor auch dann dort in Sicherheit, oder? Die sind in Sicherheit, wie Paul ja schon berichtet hat gerade. Hunderttausende sind auf dem Weg in den Westen, versuchen zu flüchten, so schnell es geht, wenn es überhaupt diese Verkehrssituation zulässt. Der Rest sitzt natürlich voller Angst in ihren Wohnungen. Wer Schutz hat, wer es kann oder wer Zugang hat, sitzt in einem Bunker. Wir waren heute schon in mehreren, wir waren auch gerade hier im Hotel im Bunker. Dort sind auch sehr viele Zivilisten untergebracht. Also da unterscheidet man es nicht. Hier kann reinkommen, wer will. Es sind Familien mit ihren Kindern, es sind Decken ausgebreitet. Wir werden euch die Bilder gleich nachreichen. Wir haben leider dort unten keinen Empfang. Das ist richtig tief. Das sind mindestens 20 Meter unter der Erde. Also dort sind die Menschen sicher. Sie leben dort auch mit ihren Kindern und schlafen dort auch. Und man richtet sich hier auf Nächte ein. Und bestimmt also, dass das mehrere Tage dauert, Peter, rauskommen können. Danke, Peter. Nochmal kurz zu Paul. Paul Ronsheimer. Paul, was ist deine Information und auch deine Vermutungen natürlich auch? Nicht alle Informationen sind ja klar. Wie wird es jetzt weitergehen? Thomas, es sieht so aus, dass die schlimmsten Albtraum-Szenarien, die sich noch vor wenigen Tagen, wenigen Wochen man ausmalen konnte, wahr werden. Dass die ukrainische Hauptstadt jetzt eingenommen werden könnte von der russischen Armee, von Wladimir Putin holen. Und wenn ich hier diese Ströme
raus aus der Stadt, die wir gerade haben, filmen können. Hunderttausende Menschen auf der Flucht in Richtung. Das ist für mich ein klares Zeichen, dass die Menschen große, große Sorge haben und viele davon ausgehen, dass die ukrainische Armee diese Stadt nicht wird halten können. Möglicherweise wird es da noch einen blutigen Häuserkampf geben, aber wenn das stimmt, was Peter Hell gesagt hat, dass bereits weiße Flaggen teilweise an Häusern hängen sollten, dann könnte es auch bedeuten, dass man versucht, noch einmal in irgendeiner Weise, dass es nicht zu diesem dramatischen Häuserkampf kommen würde. Dieser war allerdings angekündigt worden von Politikern. Man hat die Zivilisten dort auch bewaffnet, hat sie eingestellt auf einen Kampf gegen die russische Armee. Und jetzt kann man nur noch beten, dass, ja, keine wird es nicht treffen, aber dass wenige unter diesem Bombardement zu leiden haben und dass es nicht zu viele Opfer geben wird. Paul, weiß man, wo sich die ukrainische Regierung derzeit befindet, die ja ihren Hauptsitz natürlich in Kiew hat? Ist Präsident Selenskyj noch dort? Nein, dazu haben wir momentan keine Information. Ich habe versucht, verschiedene Berater des ukrainischen Präsidenten zu erreichen. Natürlich kann man fast sagen, sind sie momentan nicht zu erreichen. Mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, habe ich zuletzt heute Vormittag telefoniert. Da hat er noch gesagt, dass man sich wehrt, dass die Truppen noch vor der Stadt waren. Aber wir hören, wir sind hier im Süden vor Kiew, ungefähr 10 Kilometer vor dem Zentrum im Süden. Und die russischen Truppen sind offenbar vom Norden gekommen und vom Osten. Paul Ronsheimer, besten Dank. Peter Hell in Kiew, passt auf euch auf. Wir bleiben in Kontakt.